Man will ja niemandem irgendetwas unterstellen. Aber Fakt ist eins. Die Aktion der Bauern an der Fähre rund um Habeck, die kam durchaus gar nicht so ungelegen. Denn dieses ganze Ereignis wird ja zurzeit medial extrem ausgeschlachtet. Ich tue das ja auch. Aber wir sollten uns nicht ablenken lassen. Denn gleichzeitig kamen gestern Informationen raus, die belegen, Robert Habeck hat sich mal wieder verkalkuliert und es fehlen zusätzlich 60 Milliarden Euro. Und das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Herzlich willkommen, hier ist wieder Lil von Warum.Kritisch. Ich freue mich sehr über jeden neuen Abonnenten. Und wenn ihr das getan habt, drückt die Glocke. Wir lassen uns natürlich nicht ablenken. Und natürlich werden wir die ganze Aktion, die halt eben gestern stattgefunden hat, an der Fähre, werden wir weiter verfolgen. Das heißt vor allen Dingen die Frage, wie wird der Staat, wie wird die Regierung, wie werden die verantwortlichen Behörden nun reagieren? Denn ihr wisst ja, Robert Habeck hat gesagt, es sollten nicht nur Worte, sondern auch Taten folgen, wie man mit solchen Ereignissen dieser Leute umzugehen hat. Also mit den Bauern, die die Fähre irgendwie stürmen wollten, so heißt es ja in einigen Berichten, was ja ein bisschen sehr hart benannt wird, oder? Natürlich bleiben wir alle am Ball, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber zusätzlich müssen wir einfach auch mal wieder zum normalen Tagesgeschäft übergehen. Und das sieht für Robert Habeck ziemlich düster aus. Ihm fehlen nämlich jetzt tatsächlich 60 Milliarden Euro zusätzlich. Und zwar warum? Also eins ist auch Robert Habeck klar. Die Solar- und die Windkraftstromenergiequellen, die müssen tatsächlich unterstützt werden. Also immer dann, wenn das Wetter nicht mitspielt, muss natürlich irgendeine Energiequelle her, die absolut zuverlässig, also sprich auch wetterunabhängig ist. Und da ist ja so der Traum von Robert Habeck, dass man hier bis 2030, liebe Leute, das sind noch 6 Jahre, 50 Gaskraftwerke bauen muss. Und das sind dann ganz besondere Gaskraftwerke, die nämlich später auch auf Wasserstoff umgerüstet werden können. So sieht also dieser Plan aus. Und warum macht ihm das nun Kopfzerbrechen? Also vom Handelsblatt wurde das Energiewirtschaftliche Institut der Universität Köln beauftragt, einmal für diese 50 Gaskraftwerke, die dann auch noch umrüstbar sein sollten, halt eben auszurechnen, wie da der Deckungsbeitrag aussieht. Also Deckungsbeitrag, ich füge mal so ein kleines Bild hier oben noch zusätzlich an, Deckungsbeitrag 1, machen wir ja ganz einfach, ist halt eben zum Beispiel Verkaufspreis minus deiner Kosten und dann hast halt eben Deckungsbeitrag, der trägt dazu bei, dass du irgendwann in eine Gewinnzone kommst. Und letztendlich Deckungsbeitrag 2 oder 3, dann bist du halt eben in einer Gewinnzone. Und dieses Institut hat also ausgerechnet, das gibt keinen positiven Deckungsbeitrag. Im Gegenteil, der Deckungsbeitrag liegt bei minus 60 Milliarden. Richtig, richtig krass. Und von daher fehlen also für dieses Vorhaben, fehlen halt eben diese 60 Milliarden Euro. Das ist natürlich ein starker Dämpfer. Damit hat vielleicht Robert Habeck nicht gerechnet oder seine Verantwortlichen im Hintergrund, die ganzen Fachleute, die da sitzen, haben irgendwie nicht richtig kalkuliert. Ja, natürlich ist es klar, er braucht natürlich oder wir alle brauchen zuverlässige Energiequellen, wenn Wind- und Solartechnik halt eben mal nicht so funktionieren oder die Sonne halt eben nicht scheint. Ne? Das ganze Problem hätte er allerdings nicht, wenn die Atomkraftwerke noch laufen würden. Aber gut, jetzt steht er halt eben vor dem Scherbenhaufen und jetzt müsste er eigentlich gucken, wie er das hinkriegt. Die Idee, diese Gaskraftwerke bauen zu lassen, ist sicherlich keine schlechte. Ob das mit dem Wasserstoff funktioniert, weiß kein Mensch. Es gibt da ja auch negative Ergebnisse aus Großbritannien, da habe ich mal ein Video drüber gemacht und könnt euch gerne mal anschauen, ne, wenn ihr wollt. Und nun ist halt eben das große Gejammer da. Denn das Problem ist folgendes. Er braucht natürlich, um diese 50 Gaskraftwerke in 7 Jahren bauen zu lassen hier in Deutschland, braucht er natürlich Investoren. Bis jetzt hat er keine finden können. Er hat mit Sicherheit schon ordentlich die Werbetrommel bei dem einen oder anderen Investor gerührt. Aber das funktionierte bis jetzt nicht. Obschon er eine sogenannte Kraftwerksstrategie diesen Investoren wohl vorgelegt hat. Aber die sind da immer noch nicht von überzeugt, weil es gibt mehrere Punkte, weshalb die Herrschaften da noch nicht so ganz mitspielen. Und zwar gibt es verschiedene Unsicherheiten.
Und ich habe mir das notiert, das basiert alles auf einem Artikel vom Handelsblatt, zum Teil von Welt. Ich habe da beide Quellen halt eben genutzt, werde ich euch auch unten hier selbstverständlich verlinken. Die Investoren haben folgende Bedenken. Zum einen erscheinen den Investoren die regulativen Risiken der Energiewende zu groß. Das heißt, sie wissen überhaupt nicht, mit welchen Regularien kommt die ein oder andere Regierung, die dann dafür verantwortlich ist, mal wieder um die Ecke, und es besteht eine weitere große Unsicherheit. Also die Plansicherheit, das gilt ja auch für alle anderen Bereiche. Das ist ja etwas, was wirklich die deutsche Industrie tatsächlich hier sehr stark vermisst. Sie hat sie eben nicht. Außerdem sind den Investoren zu groß die Unsicherheit bezüglich der Strompreisentwicklung. Klar, kann man auch verstehen, weshalb man auch keine vernünftige Deckungsbeitragsrechnung so einfach erstellen kann. Und zu groß ist die Unsicherheit hinsichtlich der Verfügbarkeit von Wasserstoff. Das ist ja eine neue Technologie, die wird ja zum Teil eingesetzt. Aber da gibt es noch die ein oder anderen Hürden. Das heißt, der Brennstoff Wasserstoff liefert wohl nicht bisher die Energiemenge, mit der man eigentlich kalkuliert hat. So sind zumindest die Ergebnisse aus Großbritannien gewesen. Das Problem, das Habeck bis jetzt noch keine Investoren gefunden hat, ist nur eins. Es gibt noch ein weiteres Problem, und zwar mit Brüssel, mit der EU-Kommission. Denn die Investoren fordern, wenn sie es denn machen würden, wenn sie diese 50 Gaskraftwerke tatsächlich hier realisieren würden, fordern sie von der Regierung einen sogenannten Neubauvorschuss. Und die EU sperrt sich so ein bisschen dagegen. Denn klar, diese Zuschüsse sind aus wettbewerbsrechtlichen Gründen, müssen sie von der EU genehmigt werden. Denn das ist ja völlig klar, alles, was über eine bestimmte Grenze hinausgeht, muss von der EU genehmigt werden. Aber dadurch, dass Berlin natürlich noch bestimmen möchte, wo diese Gaskraftwerke gebaut werden sollen, da ist Brüssel jetzt auch ein bisschen verschnupft. Das heißt, die Herrschaften der EU-Kommission sind der Meinung, das ist doch ein bisschen viel Planwirtschaft. Ja, was soll es denn anders sein hier in Deutschland? Ne? Hier geht alles in Richtung Planwirtschaft. Entschuldigung, ist nur meine persönliche Meinung. Also bitte, wer auch immer einen Kommentar abgibt, habt Erbarmen mit mir. Meine persönliche Meinung. Aber gut. Das heißt, hier steht man noch mit Brüssel in Verhandlung. Inwieweit die Verantwortlichen von Berlin und Brüssel sich da einigen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Das große Problem für die Energiewirtschaft ist folgendes. Sie brauchen ebenfalls eine feste Planungsgröße, weil sie müssen bis 2028 ihre eigene lokale Wärme- und Stromversorgungsstrategie halt eben vorlegen. Und wenn sie halt eben nicht 100% sicher sein können, ob denn diese Gaskraftwerke, zumindest die ersten, hier im Bau bzw. fertiggestellt werden können, dann ist das natürlich eine ziemliche Katastrophe. Ein Verbandsverantwortlicher sprach sogar davon, dass wenn wir hier keine Kraftwerksstrategie von der Regierung vorgelegt bekommen und auch Investoren hier darauf nicht anspringen, dann droht uns hier eine Versorgungslücke. Alternativ heißt es aber umgesetzt, der Ausstieg aus den Kohlekraftwerken, der wird halt eben nicht, wie vorgesehen, durchzuführen sein. Also es schwimmt alles derartig, und ich sag mal so, viele haben sich ja auch wirklich, sicherlich auch zu Recht, aufgeregt, dass Robert Habeck in Urlaub war auf der wunderschönen Halliginsel. Aber das, was jetzt auf ihn zukommt, sei es drum. Die paar Tage Urlaub hat er wahrscheinlich bitter nötig für das, was ihn jetzt erwartet. Ich bin sehr gespannt, was ihr von diesem ganzen Desaster und von dieser unsäglichen Verkalkulierung eines Robert Habecks haltet, und freue mich sehr auf eure Kommentare. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.